Der Stadtrat von Bischofswerda hat in einer seiner jüngsten Sitzungen den städtischen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Dieser enthält eine Reihe von Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und zu einem besseren Verkehrsfluss beitragen sollen. Dazu zählt unter anderem die Einführung von Tempo 30 an der Bautzener und der Munschigstraße. Hinsichtlich der Karl-Liebknecht-Straße wird vorgeschlagen, diese beidseitig befahrbar zu machen, um eine Alternative für die Befahrung des Altmarktes zu schaffen. Letzterer soll nach den Vorstellungen der Planautoren an zwei Stellen für den Durchfahrtverkehr gesperrt werden, an der Bautzener Straße und an der Hermannstraße. Dadurch soll die Funktion des Marktes als gute Stube der Stadt gestärkt werden. Einen Problemfall vor allem für den Radverkehr stellen die Bahnunterführungen im Süden von Bischofswerda dar. Hier wäre eine Einbahnstraßenregelung für Neustädter und Süßmilchstraße denkbar.